Yeah, let's see how you do under pressure. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Okay, okay. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Okay, okay. Suit it up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Endlich ist es soweit und ich kann euch diesen Pullover, wie er ist, präsentieren. Das ist doch einfach ein Traum. Es ist nicht einfach nur Merch, so, es ist nicht für mich einfach nur Merch, sondern ich habe schon immer gesagt, wenn ich Merch mal machen sollte, dann will ich Merch machen, der nicht einfach nur einen dummen Motopair-Aufdruck kriegt und dann kann man den in der Öffentlichkeit nicht tragen, weil es einfach peinlich wäre, also es ist ja einfach unangenehm, sondern ich will was machen, was so direkt nicht als Merch erkennbar ist, was wie ein normaler Pullover aussieht, aber was Leute, die mich kennen, trotzdem erkennen, dass es Merch ist. Und genau das haben wir mit diesem Pullover geschafft. Genau das. Also wirklich genau das. Und ich zeige euch das jetzt genauer. Denn hinter diesem Pullover steckt unglaublich viel Geschichte und unglaublich viel Arbeit. Und ich zeige es euch jetzt hier. Guck mal. Da sind meine R1-Bilder, von denen ich immer träume. Guckt ihn euch an. Das sind die drei Motive, die ab jetzt erhältlich sind, die ab jetzt in den Shops sind. Ihr habt es ja gerade im Trailer auch schon gesehen. Einmal ein schwarzer Pullover mit weiß-rotem Farbverlauf. Einmal ein weißer Pullover mit schwarzem Design. Und einmal ein schwarzer Pullover mit weißem Bedruck. Ich muss sagen, den finde ich am krassesten. Der kommt auch gut, aber in Real Life eher. Der kommt jetzt hier nicht so gut auf der Kamera und der kommt auch richtig cool. Alles drei individuell designt. Jeder Charakter, den ihr hier drauf seht, erkennt ihr auch vielleicht aus den Videos. So, hier bin ich, gucke mit meinem Helm und meiner Pose. Hier ist Nemo, hier ist Eumel, hier ist Steve. Und wer die zwei Frauen sind, das könnt ihr mal in den Kommentaren raten. Mit dem Not Alone-Schriftzug drüber, nicht allein. Und vor allem dieser Hoodie, und das finde ich am krassesten daran, hat einfach eine Geschichte. Der hat eine Geschichte und passt perfekt zu der Geschichte, die ich hier auf YouTube zeige. Und zwar wissen ja wahrscheinlich viele von euch, dass ich damals mit meiner 125er, mit meinem ersten Motorrad, mit meiner ersten Maschine, mit der ich meine Erfahrungen gesammelt habe, allein unterwegs war. Ich war immer alleine unterwegs und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich muss mich jetzt einfach mit fremden Leuten mal irgendwo treffen, um den Traum, den ich habe, mir in Erfüllung zu bringen. Und zwar, dass ich mit Freunden fahre. Ich habe immer gesagt, ey, wie geil wäre es, wenn ich hier mit 10, 13 Leuten jetzt durch die Stadt fahren könnte, wenn wir hier zusammen unterwegs sind, wenn wir hier zusammen fahren, eine Freundesgruppe haben, die zusammen gehören und zusammen passen. Und wenn ihr mal so kurz ein bisschen nachdenkt, ist genau das das, was ich heute lebe. Genau das ist das, was heute meine Videos auszeichnet, und zwar die Freundschaft, der Zusammenhalt. Genau das ist das, was in meinen Videos eigentlich das Hauptthema ist. Eben, dass ich nicht alleine bin, nicht mehr. Dass ich diese Freunde im Laufe der Zeit durch dieses Hobby so gefunden habe und dass sich alles so gebildet hat, wie es heute ist. Und deswegen auch der Trailer, weil es halt genau diese Message verbreiten soll. Wir sind nicht mehr allein, ich bin nicht mehr wie früher, wir entwickeln uns weiter. Und wenn ihr Motorrad fahrt, ob ihr wollt oder nicht, ob ihr alleine seid oder nicht, ihr werdet immer Leute haben, die sich eigentlich super gut mit euch verstehen, wenn ihr einfach den ersten Schritt versucht zu gehen, und zwar die Leute anzusprechen und Kontakt zu suchen. Wir unter Motorradfahrern sind einfach nicht allein. Not alone. Und das ist der Hoodie. Ist das geil? Sag ehrlich, ist das geil? Das ist einfach ein Traum. Ich habe mit dem Designer monatelang jetzt so zusammengesessen. Ich glaube, jetzt 3 Monate habe ich gebraucht, um auch jemanden zu finden, der den Stil, den ich haben wollte, umsetzen kann. Weil ich habe
immer sehr explizite Vorstellungen. Und ja, einer hat es geschafft. Wir haben sehr lange gebraucht. Die Pullover, die sind ja alle individuell designt. Also ihr müsst euch vorstellen, die Helme mussten individuell am Abbild der Helme, die halt in Real Life getragen werden, abgezeichnet werden. Die Körperposition, die Körperform, die Proportionen mussten alle skaliert werden. Und da muss ich immer mal sagen, ey, guck mal, mach mal das und das und das. So wie ich denke, dass es cool ist. Und wie ihr auf dem Hoodie auch seht, warte, ich zeig's euch mal. Wie ihr auf dem Hoodie auch seht, ich bin so ganz vorne und dann sind so meine Freunde hinter mir. Sie bilden so meinen Rücken, meinen Schatten. Sie sind so das, was mir Kraft gibt, was mir Stärke gibt, um alle Hürden zu überwältigen oder zu bewältigen, die so im Leben kommen. Und das ist doch wundervoll. Guckt euch das an. So, es gibt einfach genau den Vibe, den ich haben wollte. Ich habe gesagt, ich will mit dem Pullover einfach ausstrahlen, dass ja, alleine sein nicht das ist, was am meisten Stärke gibt, sondern die Freunde. Die Freunde dahinter, die sind das, was euch am meisten Stärke im Leben geben wird. Und genau das ist dieser Pullover. Alle Pullover haben, habt ihr auch gerade schon gesehen, vorne diesen Schriftzug Not Alone, auch jeweils halt in den Farben, wie die Backprints sind. Ja, und das wird jetzt so, guck mal, warte, ich zeige euch das. Ich mache jetzt mal Model, warte, pass auf. Der hier ist hinten wahrscheinlich schon ein bisschen fusselig, weil ich trage die viel zu viel in meiner Freizeit. Jetzt schon. Deswegen, ich mag die. Ich finde die super. Ja, und die sind jetzt erhältlich. Ihr könnt die jetzt kaufen. Entweder über diesen Link hier könnt ihr bei euch im Browser eingeben. Den hier. Guck hier. Hier ist er. Hier. Oder ihr geht einfach im ersten Link oder in der Beschreibung auf den ersten Link. Da ist auch direkt der Shop. Oder in die Kommentare. Da ist auch direkt der Shop. Der ist überall verlinkt. Also ihr werdet schon eine Möglichkeit finden, den aufzurufen. Und ja, dann könnt ihr euch den bestellen. Dann kommt er in einem Paket, in einem Karton zu euch nach Hause. Und dann habt ihr den. Oh, ist cool, oder? Aber nicht nur das, da ich weiß, dass es als Motorradfahrer finanziell wahrscheinlich immer schwierig ist, verlose ich 4 Pullover. 4 Stück für 4 Leute unter den Kommentaren. Heißt, wenn ihr hier einen Kommentar schreibt, schreibt, wie ihr den Pullover findet, schreibt, was ihr wollt. Jeder Kommentar ist ein Los. Heißt, ihr könnt auch 10 Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ja, dann wird unter allen Kommentaren jeweils für 4 Leute ein Pullover verlost. Und dazu wird auch auf Instagram, ihr könnt, wenn ihr den Pullover bekommt, also ihr müsst ihn dafür halt kaufen, logischerweise, aber wenn ihr den Pullover bekommt, könnt ihr eine Story machen, wo einfach nur der Backprint zu sehen ist oder der Hoodie an sich, wie ihr auf dem Motorrad sitzt, unterwegs seid, zu Hause, egal wo, es ist egal, markiert mich einfach, ich repost das und unter allen Leuten, die so eine Story machen, mit einem öffentlichen Instagram-Account, verlose ich dann nochmal 100 Euro, die dann an euch gehen. Bedeutet, auch da könnt ihr nochmal was mitnehmen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie ihr die Pullover anhabt, wie ihr ihn tragt. Und wie gesagt, schreibt mir gerne, warte kurz. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Sag ehrlich, der ist cool, oder? Oh, der ist so cool. Ich finde ihn so cool. Ich finde ihn selber so cool. Ich werde auch nur noch den tragen. Ihr werdet mich nicht mehr mit anderen Pullovern ab jetzt sehen. Weil das ist einfach, ich finde den Print so geil. Der ist wirklich perfekt geworden. Ja, wie gesagt. Ab jetzt ist es erhältlich. Dickes Danke auch nochmal an alle Leute, die bei dem Videodreh dabei waren. Eigentlich an all meine Freunde. Und an den einen Typ, der mein Double gespielt hat. Grüße gehen raus, Bruder. Und dann hat uns auch noch jemand sein Motorrad geliehen. Grüße auch nochmal da an dich. An die Designer, an alle, die an das Drehteam, die den Trailer mit uns gedreht haben. Riesiger Aufwand, der hinter diesem Video hier eigentlich steckt. Ja, es kommen am Sonntag und nächste Woche Sonntag noch 2 Behind the Scenes. Da seht ihr einmal, wie wir versucht haben, alles zu organisieren und wie das alles so passiert ist. Und dann seht ihr einmal noch den gesamten Dreh, weil der war echt krank. Also der war wirklich krank. Uns haben nachts um 3 auf dem Parkplatz sind Zivis zu uns gekommen, Zivilpolizisten. Die meinten, ob wir hier mit 12 Motorrädern die ganze Zeit illegale Straßenrennen machen. Das waren nicht wir. Ich weiß nicht, was die gehört haben. Naja, shop now. Peace out und danke für den Support. Danke, dass ihr sowas ermöglicht. Ohne euch wäre sowas hier gar nicht möglich. Ja, ich freue mich einfach. Schön. Tschüss. Danke. Danke für alles. Tschüss. Dann alle bereit? Ja. Und bitte.